Jo, guten Morgen, da sind wir wieder bei Seuchen und Krieg in Millennia. Wir haben gleich unsere Forschung durch, wodurch wir eine Berufsarmee haben. Damit können wir hier nochmal unsere Armeen verstärken, während uns hier die Deutschen ein bisschen zurückgedrängt ist falsch. Wir haben einen strategischen Rückzug angetreten. Die haben da oben noch eine Armee stehen, die haben also auch schon deutlich was. Eigentlich hätte ich die auslöschen müssen. Problem ist aber bei Millennia, wenn die halt angreifen, natürlich nach vorne gehen, die ausgelöscht habt, dann werdet ihr von allen drei anderen Armeen zerstört. Und die KI kann die natürlich schneller zurückgeben oder bauen als ihr, ist ja logisch. Das heißt, ihr müsst da natürlich immer ein bisschen aufpassen. Wir können hier nochmal in der Nähe. Ah ja, okay. Sehr gut. Macht den mal weg. Den Ausbruch wegmachen. War hier noch irgendwo Ausbruch, ne? Wie immer. Ja, hier unten ist natürlich noch Ausbruch. Ich wusste es doch. Wir haben auch genug Erkundung dafür. So ist das nicht. Können auch Territorium beanspruchen. Bla bla. Bringt uns aber nichts. Wir müssen erstmal nur darauf gehen. Wir haben übrigens jetzt gleich zu viel Regierung. Das heißt, wir müssen tatsächlich einen Siedler bauen. Das ist kein Witz. Wir müssen tatsächlich jetzt einen Siedler bauen. Das heißt, Osaka, du bist wieder dran. Ja, wo siedeln wir uns hin? Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt Brasilien entgegengehen will. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Linie, die wir haben. Da unten, das kann er sich ruhig gönnen. Keine Ahnung, wir gehen dann nach oben, ne? Bewegen wir die einfach hoch. Also das ist schon Luxus, wenn man zu viele Siedler hat. Gehen wir einfach hier hin und setzen da noch eine Stadt hin oder so. Aber ne, machen wir es lieber im Gold. Ja, hier ist natürlich noch cooler, das kann man auch nicht sagen. Die Barbaren greifen uns auch nicht mehr an. Das heißt, ich kann die auch einfach hier hochschicken, wenn ich will. Irgendwann einfach da hoch und dann kann er sich einfach verpissen. Ich meine natürlich einen netten Weg nach oben sich bewegen. Und dann ist das schön. Können wir irgendwas Neues bauen, damit ich hier das umstellen kann? Nö, ne? Und Militär brauche ich momentan auch noch nicht. Erst wenn wir jetzt die nächste Runde erreicht haben und da vielleicht noch was Dickeres an Armee bereitgestellt bekommen haben. Ihr seht, ordentlich. Oh, er greift aber ohne Heilung auf uns zu. Krass. Das hätte ich nicht gedacht. Was ist das? Wie viel hast du da? 74. Also er hat momentan, ihr seht, wie viele Armeen kreiert. Ihr kennt das ja. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Ist natürlich normal, ne? So, was wir jetzt machen ist erstmal upgraden. Und zwar haben wir einen schönen Spießträger. Diesen Spießträger, den legen wir hier mit rein. Okay, und den können wir nicht angreifen. Das ist natürlich extrem traurig. Wieso kann er sich nicht bewegen, ey? Dann machen wir das einfach so. Müsste eigentlich, weil die halt kein AP mehr haben, locker funktionieren. Kriegen allerdings viel mehr Schaden, als ich dachte. Wir sind auch komischerweise langsamer als die gegnerischen Einheiten. Warum? Das muss man mir bitte erklären. Warum sollten die langsamer sein als die Einheiten? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Naja, gut. Sei es drum. Kapiere ich nicht. Ah, okay. Gut. Ihr könnt euch nicht bewegen, ihr seid zu lahm. Das heißt, wir würden jetzt hier nicht mehr weiter auf Dingens gehen, sondern doch tatsächlich was produzieren. Das war ein Ritter und ein Armbrustschützen. Bauen wir erstmal den Ritter, weil er einfach was mächtiger ist als der Armbrustschütze. Könnt auch einen Spießträger nehmen. Weiß ich nicht. Und das ist mir relativ egal, ob er das einnimmt, ehrlich gesagt. Das ist komplett Wurst, ob der da hingeht oder nicht. Ist mir eigentlich ganz egal. Du kannst hier einmal die Seuche wegmachen. Ich dachte schon gerade, er konnte es nicht. Haben noch genug Punkte. Wir haben jetzt auch 47 Punkte. Das heißt, wir müssten jetzt hier auch mal überlegen, was wir denn da bauen. Also ich könnte jetzt tatsächlich einen Papiermacher bauen. Fände ich ganz cool, wenn wir jetzt unsere Idee weiterverfolgen. Mache ich jetzt auch einfach mal. Setzen wir hier einen Papiermacher hin. Und würden dann nächste Runde tatsächlich einen Schriftgelehrten oder in zwei Runden Schriftgelehrten machen. Wir haben jetzt ein... Also wir können das unendlich, glaube ich, machen. Ne? Also wenn ich das richtig verstehe. Ne, können wir nicht nur einmal, ne? Okay, ein Papier. Das heißt, wir könnten jetzt die Schriftgelehrten bereitstellen oder noch was anderes, was wir noch nicht freigeschaltet haben. Müssen wir uns danach angucken. Ja, wir haben die Armee, was heißt hier? Langschwertkämpfer. Okay. Oh, das ist sogar etwas, ja, das ist zum Beispiel was Neues. Wir haben jetzt Linie, die auch sehr gut gegen Linie ist, was sehr cool ist. Müssen wir allerdings selber bauen, glaube ich. Also können wir nicht upgraden von irgendwas. Ja, und dann halt die Kaserne, die wir schon gesehen haben. Und Waffenlager wäre auch ziemlich cool für uns. Einfach mehr Kriegskunstpunkte. Mein Gott, schweres Wort. Das wäre tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja, ansonsten. Weil wir können uns halt einfach sowas nicht so richtig leisten. Das ist das Problem. Holzfällerlager, ja, da kann man upgraden. Nehmen wir das mal mit. Komm, ein bisschen mehr Produktion kann nie schaden. Was kostet der so ein Langschwertkämpfer? Wie lange dauert der? Können wir gar nicht bauen, weil Kaserne, okay. Ja, dann müssen wir die natürlich auch nochmal bauen. Aber wir müssen erstmal ein paar Truppen bereitstellen. Haben wir nachher ein blödes Problem oder böses Problem. Steinmauern wären auch noch gut, ne? Eigentlich müsste ich auch mal die Steinmauernforschung mir eine gönnen. Ja, du kannst dann mal tatsächlich schon zur Kaserne aufwerten, damit wir da schon mal vorankommen. Künste, Künstler, Religion übernehmen, religiöse Feste, Religion, Religion. Immigration, Bevölkerung erhöhen, auch nicht schlecht. Aber kann nur bis max 10 Bevölkerung angenommen werden. Okay, alles in Ordnung. Ja, Pionier erstellen können wir nochmal machen, ne, damit wir hier vielleicht mal irgendwann schneller durch die Gebiete reisen können. Und der vielleicht nicht umgehauen wird. Das wäre gar nicht so verkehrt. Wird er uns hier natürlich angreifen, ist klar, ergibt ja auch Sinn, würde ich auch mal so machen.
Warum der jetzt hier hinläuft, weiß ich nicht genau mit seiner 32 Armee, soll uns aber auch relativ egal sein. So, und du baust uns jetzt hier einen blöden Außenposten. Zwar einfach nur, ob wir hier Straßen... Ja, guckt euch das an. Endlich Straßen. Ist das schön. Halleluja, ist das schön. Mein Gott, diese blöden... Ich meinte, yeah, wir haben Straßen. Gut, du greifst diese Armee an. Die will ja offensichtlich auch sterben. Da hat sie ja Bock drauf. Machen wir der auch den... Geben wir den ja auch die Chance. So, ist sie tot? Jawohl, herrlich. Und du stirbst auch bitte. Frage ist, wird der noch meinen Arm... Bogenschütze umbringen. Wir haben keine Möglichkeit weiterzukriegen. Auch wenn es mich wirklich bitterlich ärgert, werden wir den heilen, weil ich habe keinen Bock, dass er jetzt verloren geht. Weil so ist es so typisch. Dann geht man irgendwie, denkt man, ja, der ist ja schwach, haut drauf und verliert dann eine Einheit. Das wäre extrem unnötig in meinen Augen. Ich hätte auch eigentlich gedacht, wir könnten mal diese blöde Stadtwache jetzt mal upgraden. Können wir noch mal nicht. Ich weiß nicht, was die Stadtwache da noch für einen Sinn hat in meinen Augen. Ist sie dann komplett sinnlos. Aber gut, sei es drum. Ja, wir können immer natürlich, wir könnten das hier aber machen. Können wir jetzt einfach mal, damit wir ein bisschen Punkte verballern. Dann haben wir hier nochmal einen Wohnraum höher. Wir müssen aber noch immer Wohnraum hier bauen. Habe ich natürlich wieder komplett vergessen. Da könnt ihr euch ja denken. Das heißt, wir könnten so eine Gemeinschaftsunterkunft kriegen. Da haben wir wohl mehr Unruhe, soweit ich das weiß. Genau. Wir könnten halt diese kleinen, wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da Behausung bauen. Da kriegen wir keine Unruhe. Kriegen aber halt nochmal einen extra, also wenn 6 bekommen. Hier kriegen wir natürlich mehr. Ist ja klar, 15. Ne? Ist die Frage, was lieber ist. Ich glaube, ich baue nochmal einfach eine Behausung. Kann ein Fehler sein, aber ich glaube, das passt. Dann haben wir nämlich wieder genug, damit unser Wachstum auch gut vorangeht, weil unsere Kaiserdynastie ist ja noch immer sehr stark und soll auch weiterhin stark bleiben. Ja, Siedler läuft. Du bist hier einfach erstmal... Na, du bitte wieder in die Stadt hinein. Nervig. Du läufst hier weiter durch die Gegend und stellst dich einfach mal in die Mitte. Jetzt haben wir ja auch eine Straße hier, das heißt, jetzt kommen wir auch schnell voran. Können uns nicht die ganze Zeit auf die Nerven gehen. Ja, er greift uns jetzt hier an, das ist vollkommen in Ordnung. Finde ich ganz okay sogar, dass er es macht, weil im Endeffekt kriegt er natürlich auch massiv Schaden, wie ihr seht. Er hat zwar jetzt die Palisade gebrochen, er wird uns das auch einnehmen, aber ganz ehrlich, für was denn? Also das ist sowas von egal, wenn er diese Armee wegnimmt. Ey, der hat unsere Vorstadt zerstört. Okay, das ist aber... Da dreht er sich einfach um und zerstört unsere Vorstadt. Die kann er einfach so zerstören. Und hier kommen wir nicht hin, wegen diesem blöden Berg wieder. Da ist das zu kosten. Okay, ihr drei haut den jetzt einfach mal um. Damit er uns dann nicht wieder die ganze verschiedene Gegend nervt. Ja, ja, cool. Schönes Ding, hast du toll gemacht. Richtig, richtig cooles Spielstil, ey. Gute KI. Ja, damit hat sich unsere Vorstadt zerstört. Das heißt, wir müssen gleich unsere Kulturfähigkeit nutzen, eine neue dazu nehmen. Wir können natürlich auch eine Religion gründen, eine Propaganda machen. Wir könnten Chaos reduzieren. Meine Religion gründen fände ich auch cool. Wir machen es einfach mal. Wir wollen ja mal gucken, was so passiert. Dann kann ich den Titel der neuen Folge auch direkt setzen, nämlich wir haben eine Religion gegründet. So, auf geht's. Religion gründen. Eigene Religion. Nein, ich will eine eigene Religion. Meine eigene Religion heißt, ich bin Tollismus. Jawohl, religiöses Gebäude ist Omni-Ego-Platz. Okay, und unser Symbol ist ein schönes Auge, denn ich sehe euch alle. Okay, erstellt. Was bedeutet das? Ich bin Tollismus. Hat jetzt 6 Gläubige. Und jetzt? Was jetzt? Was mache ich jetzt? Also jetzt kann ich natürlich Gebäude bauen, das ist klar. Wir haben jetzt auch den Bedarf nach Glauben, ne? Furcht, da müsst ihr jetzt immer dran denken. Also dieses Bedürfnis besteht jetzt da. Wir haben jetzt auch 8 Glauben, weil es halt eine religiöse Hauptstadt oder in der Hauptstadt diesen religiösen Tempels gibt. Wird wahrscheinlich irgendwie durch ein Heiligtum oder sowas ausgedrückt werden. Hier Geburtsort einer Religion. 10 gibt das, 8 kriegen wir nur. Okay, wow, 2 schon weniger, das ist ja echt gemein. Ich bin Tollismus. Perfekt, so. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, dass wir... Oh, Medizinergeld, interessant. Ich bin Tollismus auch. Nicht schlecht. Auch gleich mal bauen. Entschuldigung, ich bin nicht abgelenkt. Ich bin komplett abgelenkt. Ja, genau. Ja, wir haben die Religion. Momentan scheint das aber nicht mehr zu sein. Wir werden wahrscheinlich durch die Künste halt hier sowas machen, wie religiöse Feste wahrscheinlich. Und wir können ja hier noch mehr Gebäude bauen nachher. Aber jetzt gerade anscheinend nicht wirklich mehr tatsächlich. Gut, soll uns dann auch nicht weiter kümmern. Jetzt die Frage, gehe ich nach vorne mit dieser Armee? Die ist natürlich ziemlich cool, die Armee ist gerade lahmgelegt. Die kann übrigens hier mit rein, die Einheit. Dann hätten wir natürlich eine massiv starke Armee. Ich habe aber Angst, dass sie uns danach irgendwann umhallen. Egal, komm, wir gehen drauf. Komm, Leute, wir leben ja nur einmal, sagt man ja so schön, also YOLO. Und außerdem haben die unsere Vorstadt zerstört. So, jetzt gucken wir uns hier mal dieses gigantische Fest hier an. Jawohl. Okay, jetzt kriegen wir halt von uns. Ja, ist aber okay, wir haben die Spießträger. Da hat er Schwertkämpfer. Warum greift er uns an? Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall technischen Vorteil gerade. Wir haben unsere schöne Kavallerie dabei, die natürlich ordentlich Schaden macht. Ein bisschen den Anführer auslöschen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt den Kahn verlieren. Das wäre ziemlich unglücklich.
Das sollte nicht passieren. Hier steht halt die, okay, der ist weg, das ist gut. Der ist auch weg, das heißt, jetzt müssen wir noch den hinten angreifen. Boah, das war knapp, ey. Wir dürfen nie unseren Kahn verlieren, ey. Halleluja. Könnt ihr bitte diesen blöden Armbrustschützen angreifen? Das ist nicht euer Ernst. Oh, ich dachte gerade schon, Leute, ey. Ich habe leicht geschwitzt, dass wir unseren Kahn verlieren, ey. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Heilung anwenden. Da führt kein Weg dran vorbei. Das geht nicht anders. So, aber passt ja. Denkt dran, wir kriegen jedes Mal, wenn wir heilen, hier weniger Kanatspunkte. Und damit kriegen wir immer weniger unsere Vorteile, die wir dadurch haben wollen. Das ist leider ein bisschen ärgerlich. Aber nichts dran zu machen. 22 Punkte haben wir übrigens noch. Könnten noch eine Mine bauen. Machen wir hier mal ein bisschen über Eisen. Warum nicht? Das Seuche geht weiter und der Deutsche zieht es zurück. Ja. Klassisch Deutsch. Da habe ich dich. So, du gehst einmal da hier. Denn diese Armee wird jetzt zur zweiten Gigantostack-Armee. Ja, und natürlich kommst du nicht weg. Wir hauen dich jetzt um. Das ist ja klar, ne? Da brauchen wir gar nicht so diskutieren. Haben kaum Verluste erlitten. Wunderbar. Du kannst dich einfach bitte weiter bewegen. Und Kyoto kann einmal zur Kaserne. Oh, geistige Universität. Okay, wow. Okay, wir hätten das, glaube ich, doch früher machen sollen. Denn wir kriegen einige coole Sachen. Ich nehme die medizinische Gilde. Können wir uns ja nochmal angucken in Ruhe. Also, wir haben fünfmal Glauben, also viermal Glauben. Ein Wissen. Wissen kriegen wir immer anscheinend nur eins. Und wir haben eine geringere Ausbruchschance, was ganz cool ist. Damit unser armer Kerl die ganze Zeit so hin und her hübscheln muss. Der kann übrigens hier nochmal, irgendwo war hier nochmal solche. Hier hinten, da. Ist das hier? Ja, ist es. Sehr gut, wir haben jetzt auch genug, dass wir das eigentlich, oh, hier ist auch noch was, eigentlich relativ gut unter Kontrolle kriegen, glaube ich, außer hier natürlich. Hier müssen wir leider die Punkte benutzen, auch wenn es mich das sehr ärgert, um ehrlich zu sein. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viel, wir brauchen halt, ey, Verbesserungspunkte wirklich, also das ist für mich schon das nächste Mal, das werde ich so massiv drauf gehen, weil das so wichtig ist, das zu machen. Das ist echt unglaublich. Ja, brauchen wir hier das, um in Amerika irgendwie mehr in den Hintern zu kriechen? Ich glaube nicht, ne? Können wir jetzt überhaupt irgendwas machen mit denen? Nee. Abkommen, viel Wissen. Ah ja, doch, wir könnten hier einen Gesandten hinschicken und früher mal. Ich denke, der wird hundertprozentig sterben, aber ich versuch's trotzdem mal. Achso, ja, der wird natürlich hier sterben. Sehr professionell. Ich kann leider nicht wassern, denn ich habe die Forschung hier nicht. Die sollte ich vielleicht mal dann doch mal forschen. Ich glaube, das müsste die in der zweiten, genau, hier, Schiffsbau, müssten wir einfach mal machen. Das heißt, du bleibst erstmal hier drin hocken. Wo ist die Armee? Ist ja auch noch hier rum. Ich dachte, da wäre gar keine mehr. Wir haben noch drei freie Armeen hier rumlaufen. Ziemlich nervig. Aber gut, dafür ist unsere Armee natürlich auf 220 jetzt mittlerweile gewachsen. Ich glaube, so leicht kommen die da nicht mehr gegen vor. Da können die nichts mehr gegen machen. Da kommt die nächste Armee, ne? KI, kennt ihr ja. Die haut sich natürlich rein. Und ja, da kommt die nächste. Okay, du opferst dich auch noch. Das ist aber nett. Ich meine, jeder Kampf gibt uns ja auch Militärpunkte, müsst ihr dann denken. Von daher ist es natürlich eine schöne Sache. Wenn die sich freiwillig opfern, finde ich gut. Können wir auf jeden Fall mitleben. Müssen halt nur gucken, dass wir keine verlieren. Das ist ganz wichtig. Du kannst dich weiter bewegen. Die Barbaren greifen uns ja nicht an. Von daher alles in Ordnung. Du heilst hier einmal den Ausbruch. Ich frage mich, ob man da irgendeinen Vorteil kriegt, wenn man das die ganze Zeit macht. Oder ob das einfach wirklich nur reines, ja, mach mal, ne? Generiert ein Nutzschiff. Ich denke mal, das wird es wahrscheinlich sein. Galeere brauchen wir nicht. Transportladen, genau. Ja, und wir können halt Erweiterung vom Wasser. Okay. Habe ich komplett verdrängt, dass wir noch gar nicht erforscht hatten. Wir können jetzt auf Heiligtum gehen, da kriegen wir noch mehr Religionszeug, was ganz cool ist. Und wir können religiöse Texte machen. Ja, oder wir gehen halt weiter auf unsere Maschinen. Keine Ahnung, ist irgendwie alles. Armbrustwache. Wird die Stadtwache dann zur Armbrustwache? Wahrscheinlich. Ich glaube, dann nehme ich Isolation, auch wenn das jetzt natürlich komplett ineffizient ist, brauchen wir nicht zu sagen. Ich habe da aber jetzt nicht so irgendwie so eine Not, dass ich sage, ah, ich muss jetzt dringend effizient sein. Das kann man beim zweiten, dritten Mal machen. Da läuft es ja ganz gut, ich fühle mich ganz sicher. Kanat war auf jeden Fall die richtige Entscheidung im Nachhinein. Bin ich absolut zufrieden mit. Und wir brauchen ja unsere Stadt hier wieder, ne? Die hat er uns ja zerstört. Dass sie einfach kaputt geht, ohne einfach irgendwas, ne? Das ist schon krass. Stimmt, wir machen das jetzt auch mal hier übrigens. Und Stadt zerstört. Tschüss. Tschüss, ist so. So, verstärken. Wir wollen hier keine einer verlieren, wie immer. Du kannst jetzt hier hinten. Das ist so nervig, dass sie jetzt wieder abhauen wollen, ne? Das ist echt. Wieder sich hier vorbeischleichen wollen. Das ist so dumm. Deswegen würde ich die halt gerne upgraden hier, damit wir da dieses Generve nicht haben. Könnte man nämlich jetzt hier einmal das kaufen und dann holen wir uns noch irgendwie einen Armbrustschützen, damit wir hier so eine kleine Armee haben, die die Leute mal ein bisschen zurückhält, weil die ja immer sich an uns vorbeischleichen wollen. Ne? Klassisch KI halt. Das ist schon ziemlich ätzend. Die Barbaren interessieren mich nicht, die tun uns nichts. Alles gut. Ihr bleibt hier weiter hocken. Ah, Pestdoktor muss noch nach hier oben. Und er kann ja jetzt auch endlich schnell laufen, von daher können wir das auch machen. Halt mal direkt machen soll, diesen Ausposten hier. Ich meine, der ist natürlich komplett dumm in meinen Augen, aber
ist schon gut, weil er einfach Straßen baut. Ne? Straßen sind halt schon tatsächlich, weiß, das wisst ihr nicht ganz genau, die sind tatsächlich nicht schlecht. Ne? Habt ihr jetzt von mir gehört? Könnt ihr so mitnehmen. Gönne ich euch auf jeden Fall. Steinmetz, ja, wir könnten noch ein Steinmetz bauen. Ne? Wir haben noch einen Kalkstein. Ich meine, hier Produktion bis zur Unkenntlichkeit zu eskalieren, ist schon nicht schlecht. Wir kriegen auch immer Einfluss dazu. Denkt dran, weil wir eben die Fähigkeit hier durch diese eine Innovation haben. Ich hatte überlegt, hier, ne, Steinmetz einfach nochmal daneben. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, diese Stadt dann zu irgendwas zu machen, was uns dann Vorteil bringt. Aber gucken wir mal, ich weiß es gar nicht mehr. Gucken wir mal hier rein. Spezialisierung wäre eine Bergbaustadt. Ich hoffe, dass das halt auch hilft, aber... Aber da hat nicht ins Feuer legen, weiß ich nicht mehr, habe ich bestimmt schon mal gemacht, keine Ahnung. Was ist das denn? Du läufst jetzt einfach an unserer Stadt vorbei. KI? Ich glaube, die KI ist nicht ganz so präsent gerade. Der Klassiker. Wenn, ich fände es mal wirklich schön, wenn die einfach mal Geld in eine KI reinstecken würden. Das fände ich einfach mal cool. Das wäre doch einfach mal eine nette Sache. Wenn die einfach mal sagen würden, wisst ihr was, die Leute wollen eine KI haben. Die wollen eine gute KI haben. Lass uns die doch einfach mal bauen. Fände ich tatsächlich noch immer schön, weil ich glaube, das Spiel wäre schon sehr, sehr, also ist generell ja schon cool, mir gefällt es sehr gut, muss ich ganz offen sagen. Es ist aber natürlich was anderes wie das Civ, weil man hier nicht, man hat schon mehr Auswahl und es ist sehr chaotisch, was ja auch eine schöne Sache sein kann. Aber eben, es hat dieses Problem, dass man, so eine KI merkt man halt, die ist halt nicht programmiert, ne? Also die ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich meine, die bei Civ ist jetzt auch nicht gigantisch. Oh, unser Siedler ist gestorben. Da oben, was macht diese deutsche Armee da oben? Oh ne, sie lebt sogar noch. Schnell weg. Hihihi, schnell weglaufen. Die sollen sich über Waren drum kümmern. Warum ist diese Armee da oben? Nervt mich doch nicht. Haben wir da irgendwo solche? Ich glaube nicht. Wo war ich jetzt gerade? Genau, KI. Ja, ist bei Civ natürlich auch erbärmlich. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber hier ist sie halt durch dieses Menü schon. Wir haben ja gar keine Möglichkeit, hier was zu tun. Also wirklich nichts. Wir können ihm sagen, hey, mach Frieden. Das war's. Das können wir alle 200 Jahre mal machen. Dann irgendwie dieses Abkommen verstehe ich auch nicht ganz. Keine Ahnung. Das ist halt so ein richtiges Kackmenü, muss man einfach sagen. Und ich verstehe sowas nicht. Das war schon bei Humankind, wo die ja schon ein besseres Menü hatten, muss man ja einfach sagen. Schon ein großer Kritikpunkt, dass dieses Diplomatie-System komplett oberflächlich war. Warum geht man da nicht mal hin, ne? Kann es leider nicht verstehen, keine Ahnung. Kann ich das einfach zerstören, bitte? Ich würde diese Stadt gerne zerstören. Kann ich das machen? Nein? Okay. Gut. Dann eben nicht. Ach, deswegen haben wir auch so komische, krumme Zahlen, weil uns die Vasallen ja immer Sachen geben. Aber ich würde diese Stadt eigentlich gerne zerstören, denn ehrlich gesagt will ich die nicht haben. Die fällt mir jetzt nicht ganz so. Ja, wir könnten den Kanal wieder upgraden, aber bringt uns auch nicht so viel. Ich würde gern Steinmauern. Ich glaube, das war auch irgendwo möglich, dass wir Steinmauern uns gönnen. Kulturexporte für. Gucken wir erstmal das. Wieder mal Wohlstand für unsere Vasallen. Um seinen Wohlstand zu erhöhen. Wir könnten hier religiöse Feste. Dadurch kriegen wir Unruhe und wir kriegen noch mehr unsere Religion gepusht. In einer fremden Region. Das wäre jetzt nicht eine andere Nation, okay. Ja, machen wir hier, oder? Okay. Und nicht auf Verdecktes. Oh mein Gott. Wie nervig ist das denn, ey, Leute, ey. Oh, ist das übrigens eine andere Religion? Oh ja. Ne, keine Religion. Warum kann ich das nicht in meine Religion, also meine, einfach meins verwalten? Warum muss das in einer fremden Stadt sein? Kann das nicht hier sein? Ne. Eine andere Nation, okay. Gut. Religiöse Feste vielleicht? Ja, machen wir da mal hier in Kube. So, ja, dann haben wir das nicht auch drin. Sehr gut. Bringen wir unseren Glauben noch ein bisschen voran. Warum nicht? Wir haben jetzt, glaube ich, die gesamte Armee von ihm ausgerottet. Boah. Vielleicht will er ja mal Frieden haben. Also mir reicht es eigentlich. Ich habe genug von ihm erobern. Das glaube ich nicht, dass er macht, weil ihr seht die Macht ja immer hier. Und ihr kennt das ja wie bei Age of Wonders ja auch. Es ist ja dasselbe Prinzip. Es ist ja leider immer bei den KIs, die, sage ich mal, mittelmäßig produziert worden sind. Immer so, dass sie halt diese Wertung sehen. Ja, Machtwertung, er ist auf jeden Fall stärker als ich und damit denkt er, nein, ich kann niemals Frieden schließen, weil du bist ja schwächer als ich. Es ist halt einfach so, ne? Ob das wirklich stimmt, ist mir eigentlich relativ ganz egal. Das ist einfach so. Ich sehe es so und Punkt. Ne? Ihr kennt das ja von dem guten Andreas, wenn ihr das wisst, was ich meine. Das ist so und bleibt alles so, wie es ist und alles, ne? Das kennen wir ja. So, mit dem Siedler hauen wir ab. Hoffentlich geht der Bausenweg und greift da unten diesen blöden Deutschen an. Schönes deutschen Bashing hier in dem Let's Play. Finde ich gut. Gefällt mir. Kann man richtig gut machen. Einfach mal schön draufhauen auf die armen Deutschen. Mit denen kann man es ja machen. was kann man hier machen? Was hast du denn da? Entlassen. Nein. Warum soll ich das tun? Neu gruppieren. Das wäre dieses Zurückteleportieren. Das können aber, glaube ich, nur die Bogenschützen. Von daher irrelevant. Ja. Ihr geht euch jetzt einfach mal heilen. Und danach können wir ja weiter nach vorne gehen, solange der Deutsche da diesen Frieden nicht haben will.
Wir haben gleich schon wieder ein Chaos-Event. Das war, weil wir jetzt noch immer im Krieg sind und dieser blöde Deutsche will ja auch keinen Frieden haben. Ah, das ist ein bisschen nervig, aber gut, können wir nichts dran machen, ne? So, jetzt müssen wir wieder unsere schöne Stadt hier aufbauen. Die war jetzt auch noch nicht... Nein! Okay, das wird das erste Mal sein, dass ich jetzt überlade, denn ich habe ja eigentlich nur den Bildschirm ziehen wollen mit links. Und hat direkt das erreicht. Bis gleich. Tja, Leute, jetzt haben wir ein großes Problem. Ich habe nämlich einfach ja geladen und ja, mein Siedler hängt jetzt hier fest und wird nicht mehr überleben. Das heißt, ich bin nicht mehr nach oben gekommen. Ich habe die Runden nachgespielt und kam da jetzt nicht mehr durch. Finde ich ziemlich arschig, muss ich ganz offen sagen. Wäre doch, dass ich das vom Ziehen jetzt da so verkackt habe. Gut, ist mein eigener Fehler, würde ich jetzt schon behaupten, aber nervt mich halt trotzdem. Ja, dieses Konfliktschüren finde ich halt bescheuert. Eine Barbareinheit interessiert es. Ich glaube, da kann ich sie besser selber killen. Ja, das ist leider das Resultat. Gefällt mir überhaupt nicht. Wir werden jetzt auch geldtechnisch nicht dieses Chaos-Event abwehren können. Das heißt, wir werden da jetzt voll auf die Mütze bekommen. Mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich habe jetzt auf jeden Fall die Stadt aber gegründet, wie ihr seht. Solche mutiert. Zusätzliche Chance für Ausbreitung. Super. Ja, und wie gesagt, ich verstehe auch nicht, warum ich hier nicht... Ah, doch, hier. Wartet. So. Dann muss ich jetzt leider so fahren und dann hoffentlich dann irgendwie mal hinkommen. Eigentlich wären wir schon da oben, hätten wir schon die Stadt gründen können. Das ist leider nicht drin. Ja, Chaos ist jetzt erstmal wieder durch. Aber wir haben natürlich jetzt ein großes Problem, dass wir halt mehr Seuchen haben werden. Könnt ihr nochmal eine Stadt erweitern? Diesmal mache ich das mal hier oben. Ich will mal probieren, wie das ist, wenn ich jetzt Bergbaustadt nehme. Zählt das angrenzende Stadtradius, bla bla, Bergbaustadt. Ja, was denn? 2 plus 2 in angrenzende Radius, Stadtlevel, Vermögen. Angrenzende Bergbaustadtradius, Stadtlevel, Stadtmiliz mal 4. Was? Okay. Kannst du mir das vielleicht irgendwie genauer sagen? Ist das jetzt für jeden Bergbau, also auch für ein Steinmetz, oder zählt das nicht? Ich glaube nicht, ne? Denke nicht. Ich denke, das ist... Aber ich sehe es halt nicht wirklich. Ich glaube, Produktion plus 2, weil wir halt hier einmal hier dieses Bergbau-Ding haben. Ja, war ein Fehler. Aber gut, wir können die Spezialisierung ja auch noch irgendwie zu einer Stadt machen. Würden wir diese Bevölkerung kriegen. Küstenstadt bringt natürlich nichts. Bauernstadt bringt nichts. Stadt... Also das wäre das Einzige, was wir kriegen, ist Bergvorstadt. Ja, okay, die Steinmetze. Übrigens, den zweiten habe ich ja noch gar nicht gebaut. Habe ich jetzt natürlich auch wieder komplett vergessen. Ja, ärgerlich. Ja, dann hatten wir da nochmal gebaut. Ja, war dieser Steinmetz. Dann bauen wir jetzt aber einfach als Belohnung dafür einen Schriftgelehrten. Für ein bisschen mehr Forschung können wir einfach daneben setzen. Weil wir können eine Stadt, glaube ich, einfach zur Stadt bringt einfach nur, ja. Nee, müssen wir hier irgendwo bauen, ne? Wir haben ja Papier hier. Dann machen wir einfach hier. Jetzt müssten wir auf jeden Fall ein Schriftstück machen hier. Ne? Manuskript, gibt nochmal Wissen dazu. Wir wollen ja Wissen auf jeden Fall pumpen. Ja, unsere Vasallen hier, ich würde wie gesagt den gerne eigentlich wegklatschen, aber ist ja egal. Unser Deutsche werden jetzt erstmal nicht viel kommen. Ich denke aber natürlich, ihr kennt die KI. Das heißt, natürlich werden die jetzt gleich wieder mit massiv viel ankommen. Aber solange die jetzt nicht unsere Technik und vor allem unsere Bogenschützen auffangen, können wir die eigentlich, glaube ich, relativ gut zurückschlagen. Wichtig ist hier, Essen seht ihr mit einer Steinmauer drumherum. Da können wir jetzt nicht einfach rein rushen und irgendwie schaffen, das zu überleben. Das einzige Gute ist, er hat hier wohl Rebellion auch. Das ist ganz cool. Wahrscheinlich, weil er eben schon seit 100 Jahren mit uns im Krieg ist und einfach auch keinen Bock hat, Frieden zu schließen. Ich kann es nochmal anbieten. Er hat ja jetzt ziemlich viel verloren. Mir ist es relativ egal. Ich müsste nämlich jetzt erstmal Belagerungswaffen bauen, damit ich hier vorankomme. Oh, hier habe ich übrigens die Seuche vergessen. Wir haben eine Innovation, Schlachtrösser. Ranch und Weideland plus... okay, das ist ziemlich scheiße, nicht so gut. Weideland, haben wir einmal Ranch. Pferdezüchter, ja, wenn wir trotzdem nehmen, weil eine reicht tatsächlich. Ja, natürlich nimmst du das nicht an, das war mir schon klar. Und setzen dich einmal hier ab. So, hoffentlich kommt jetzt nicht auf einmal der Deutsche aus der Ecke irgendwo gesprungen. Das macht er ja schon mal gern, der Deutsche. Der Deutsche an sich macht das schon mal gern. Okay, hier ist noch ein Barbarencamp, guck mal hier. Das können wir natürlich hier mit unserer Fähigkeit, Stämme vereinigen, nutzen. Wir können auch den K noch ein bisschen machen. Keschig auf K. Was ist Keschig? Zion. Ich hab schon Bock dazu nehmen, aber ich finde natürlich, aber wir müssen ja eins von denen hier nehmen. Ja, mal Keschig, also Kahn, was macht der Kahn denn jetzt? Kahn hat mehr Angriff, okay, was ist Keschig? Okay, weiß man nicht. Keschig, Keschig, Keschig. Junge, erzähl mal, Keschig. Wo ist der Keschig? Oder ist der Keschig? Einfach eine Einheit. Nee, ich sehe hier keine neue Einheit. Sind die vielleicht upgraded zu Keschig? Nee. Oder ist ein Keschig hier irgendwo gespawnt? Nope. Okay, gut. Keine Ahnung. Ich muss allerdings mal die Seuche wegmachen. Das wäre schon intelligent. So. Seuche noch irgendwo? Ah ja, hier unten ist auch noch. So, so.
Ah, die Erkundungserfahrung bleibt halt konstant unten. Ah ja, keine Ahnung. Nehmen wir hier noch Bauernhof verbessern. Wir haben nämlich zu viel Regierungspunkte. Also wir pumpen halt viel zu viel Regierungspunkte. Können hier hinten noch die Stadt ausrauben, warum nicht? Ne? Weil wir sind ja schließlich Steppenhorden oder Horden. Heißt, machen wir den Außenposten hier noch platt, machen das noch kaputt, machen Heidelberg noch tot, weil wir wollen da keine schöne Universität haben. Ja. Ich ärgere mich ein bisschen, dass das jetzt so eine ineffiziente Stadt da oben geworden ist. Ich habe auch komplett falsch gedacht. Natürlich hätte ich die Steinbrüche da hinsetzen müssen, nicht die Steinmetze. Na egal. Soll uns jetzt nicht auch weiter kümmern. Ist halt so, manchmal macht man halt Fehler. Das ist okay. Dafür haben wir Deutschland schön in die Knie gezogen. Das gefällt mir doch ganz gut. Und zerstören wir direkt den Außenposten. Die Rache wird unser sein, das ist ja klar. Deswegen gehen wir weiter und zerstören alles, was wir finden können. Aber wie gesagt, wir werden uns nicht hier in die Städte reinbegeben. Er hat auch sehr gute Rebellion hier gerade. Von daher hoffen wir einfach, dass er von sich aus kollabiert irgendwie. Weil ich weiß nicht, wie man ohne Belagerungseinheiten tatsächlich Steinwände wegmachen kann. Ich befürchte, das ist nicht so gut. Wieso bist du denn immer verseucht? Ich habe zu wenig Erfahrung auch, um das wegzumachen. Hier war auch noch irgendwo solche. Also irgendwie sind Oliven anscheinend höchstgradig sensible Dinge, die sehr schnell kaputt gehen. Also das ist massiv. Ja, Gärungsgräben könnten wir hier oben hinsetzen. Haben wir da überhaupt schon zwei Plantagen? Ja, haben wir, okay. Ja, machen wir mal, ne? Was war nochmal? Das war, hab schon wieder komplett vergessen. Kultur, ja, Kultur ist gut. Kultur nehmen wir. Kannst du einmal hier schön die lecker Weinfest. Oh, zwei sogar. Ei! Ernsthaft? Ah, ist 1:1? Ne, zwei Trauben. Ach, 2:2. Okay, komplett vergessen. Aber zwei Kulturen natürlich. Boah, ist ja richtig lecker. Das ist saftig. So, nächste Runde können wir jetzt dann endlich die Stadt gründen. Ein bisschen später, als wir eigentlich wollten, aber egal. Okay, dieser Steinbruch ist auch höchst infektiös, ey. Mein Gott. Höchstgradig infektiös. Machen wir Heidelberg einmal aus dem Leben. Wie gesagt, wir wollen hier keine Universitäten haben, von daher Tschüssikowski. Und nehmen nochmal Rothenburg auch nochmal dazu. Er will ja auch keinen Frieden, ne? Ihr merkt, er geht halt wirklich kaputt, ne? Ich zerstöre ihm gerade alles. Alles. Und er hat 3 Millionen pur. Ist ihm scheißegal. Ich habe mehr Machtpunkte. Und Machtpunkte sind das Wichtigste, habe ich gehört. Meine Mama hat immer gesagt, dumm ist, wer weniger Machtpunkte hat. Das war seine Aktion dabei. Ja, sehr gut. Komm, wir machen einfach mal voll hier. Scheiß drauf. Wir haben so viele Punkte von Regierungen. Also wir brauchen langsam mal eine neue Regierung. Dann können wir hier auch nochmal was machen. Wir können nochmal einen Gesandten erstellen. Wir können bestechen. Da können wir eine neutrale Armee, die aufzulösen. Ja, keine Ahnung. Brauchen wir nicht. Wir können nochmal Händler erstellen. Ja, ich habe ja auch noch immer hier den Gesandten, ne? Können wir den mal nach vorne bewegen oder ist der noch was Deutsches? Hallo, Deutsche? Auch ganz klassisch. Jedes Mal laufen Leute durch die Gegend und sagen, hallo Deutsche, töte mich bitte nicht. Das ist ganz normal. Reicht das, wenn ich nach Seattle gehe oder muss ich jetzt ernsthaft noch irgendeine richtige Stadt finden? Werden wir dann sehen. Können wir das eigentlich jetzt noch plündern oder ist das jetzt Unsinn? Ja, wir können einen Händler erstellen. Machen wir einfach mal einen Händler. Komm, hier. Schönen Händler. Machen wir hier mal ein bisschen Wohlstand rein. Ihr habt so viel erlitten, ihr kriegt ein bisschen Wohlstand. Hilft uns ja auch alles, wenn wir mehr Wohlstand haben. Von daher soll uns das ja durchaus helfen. Okay, du bleibst da stehen. Kulturexport fördern wir das ja. Ah ja, und Immigration ist nicht schlecht. Wir könnten hier mal Kobel zum Beispiel mal ein bisschen buffen. Das fände ich gar nicht verkehrt. Und wir könnten unsere Städte alle mal erweitern. Die ist ja schon erweitert. Die hier können wir erweitern. Würde ich nämlich auch eben, weil wir ja so schön das kombiniert haben, einmal auch zur Stadt erweitern, die uns Produktion und Vermögen gibt. Damit sind wir ultrareich, wie ihr seht. Das ist ziemlich geil. Kann man sehr gut machen. Die können wir noch nicht kaufen. Was brauchst du eigentlich gerade? Auch so ein Großgebäude. Naja, auch eine Medizinergilde oder was war. Und du kannst jetzt hier nochmal eine Stadt gründen. Edo. Kulturkraft können wir auch wieder verwenden. Halleluja, das ist ja schön. Wir könnten übrigens auch einfach Waffenstillstand natürlich machen, das ist klar. Chaos, ja. Ne, müssen wir nicht unbedingt. Heureka, einfach ein bisschen Forschung. Haben wir denn jetzt in unseren Städten eigentlich zwei Städte? Ja, ja, ja. Okay, wir könnten jetzt natürlich noch eine Stadt einnehmen übrigens. Wir haben so viel Kultur, dass das tatsächlich eine okay Geschichte wäre, eine von unseren Vasallen halt zu absorbieren. Aber die dauert halt auch ultra lange. Aber könnte man natürlich auch beschleunigen, wenn wir jetzt hier ein bisschen Vasallen integrieren, pushen. Das ist halt nicht. Moment mal, habe ich jetzt gerade irgendwas verkackt? Moment. Irgendwas... Habe ich irgendwas gerade versaut? Ey, oder? Irgendwie kommt es mir vor, als wenn ich irgendwelche Punkte verschwendet hätte. Na egal, aber die können wir nehmen. Die ist halt ziemlich kacke, weil die hat gar nichts. Die kann eigentlich da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Das hier dauert halt noch länger. Die hier ist durch. Könnten wir einfach als Stadt nehmen. Boah, warum nicht, ne? Dann bauen wir hier noch eine Stadt hin und hier noch eine Vorstadt hin irgendwo. Ja, machen wir. Denkt da, das kostet halt immer Kultur. Deswegen muss man immer gut überlegen. Sollte man nicht zu viel machen.
Bauen wir einfach mal die Palisade hin. Aber wir haben momentan so viel Kultur, das sollte schon funktionieren. Ach ja, das habe ich. Dachte schon gerade, ich hätte jetzt die irgendwie weg. Spitzenforscher würden uns Innovation geben, was natürlich dauerhafte Boni gibt, was ziemlich cool ist. Aber wir könnten auch einfach jetzt hier unsere Stadt bauen, die ich hier gerade geplant habe. Wir könnten allerdings nur hier hingehen oder halt auf die Gegend gehen. Schwierig. Das ist nicht so die beste Stelle. Gut, wir könnten hier hingehen tatsächlich. Ja, wieso kann ich denn auf, weil das hier da drin ist oder was? Ich meine, hier könnte man wieder so eine typische Holzgeschichte machen. Das ist natürlich eigentlich immer die beste. Ja, komm, wir nehmen mal mit. So eine Holzgeschichte ist doch gut. Umso stärker werden wir dann. Okay. Hi. Junge, das ist unser armer Vasall. Lass ihn doch bitte in Ruhe. Bad Sulza. Müssen wir da jetzt weitergehen? Will ich das riskieren, mich da jetzt irgendwie mit denen auseinanderzusetzen? Ich glaube nicht. Was hat er denn da jetzt? 170er mehr. Also hat er aufgewertet. Ritter, Ritter. Und er hat Armbrustwachten. Das heißt, wir hauen jetzt erstmal ab. Und hauen auch hier einfach ab. Warum auch nicht? Wir haben eigentlich unser Ziel erreicht. Wir haben ihn komplett in den Boden gestampft. Ich hoffe, dass sie das Chaos bei ihm halt komplett eskaliert. Und er dadurch richtig auf die Mütze bekommt. Ich kann dir nochmal Frieden anbieten. Aber ihr habt es gesehen, da waren wir 1200. Ich habe wesentlich weniger. Und deswegen hasst er uns ja. Kobe hat nochmal was fertig. Kobe ist natürlich noch recht schwach in seiner Produktion. Ne? Müssten hier eigentlich auch mal ein bisschen was aufwerten. Machen wir einfach erstmal den Markt. Der geht relativ fix. Warum nicht? Und Osaka ist auch fertig. Da könnten wir die Wache einmal bauen. Wir haben hier zu wenig Wohnraum in Osaka. Müssten wir eigentlich auch mal ein bisschen regeln. Können wir momentan nicht. Aber müssten wir gleich regeln können. Dann bauen wir da mal eine Behausung. Und ja, Köln, der Typ ist wieder abgehauen. Ich sehe ihn zwar nicht, wo er... Da ist er hingelaufen, okay. Es steht jetzt einfach mitten bei uns drin. Der Khan ist von uns gegangen. Möge seit für mich nie wieder verblassen? Warum? Der ist einfach gestorben. Okay, das... Was? Will aber jetzt mal sehen, warte mal. Stand das da, dass er relativ schnell stirbt? Khan. Nö. Hä? So, vielleicht steht es da unten. Wenn du diesen Nationalgeist erhältst, scheint 50 Runden lang. Okay, okay, das ist. Hups. Aber wo habe ich natürlich gelesen, Leute? Also, hä? Ich wollte euch nur testen, ob ihr das auch gelesen habt. Ja, das heißt, wir brauchen einen neuen Anführer. Das heißt, wir würden einmal hier den Armbrustschützen aufwerten zum Anführer. Ein bisschen sehr ärgerlich, muss ich sagen, aber gut. Ist halt so, da müssen wir nochmal eine neue Einheit produzieren. Das ärgert mich tatsächlich gemein. Das finde ich auch ziemlich blöd, ja. Dann wollen wir noch einmal einen Armbrustschützen machen. Oder wir könnten mal eine Belagerungswaffe bauen. Aber wir haben noch gar nicht Belagerungswaffen. Müssen wir auch gleich mal gucken, ob wir das... Ah ja, wir könnten einen Langschwertkämpfer bauen. Und die können wir jetzt upgraden. Endlich können wir die upgraden. Halleluja. Ja, die waren ja so nutzlos mittlerweile. Das war ja nicht mehr heilig. Ihr könnt hier stehen bleiben natürlich. Wir ziehen uns hier zurück. Der Deutsche wird ja gleich wiederkommen. Er hat ja wieder abgelehnt, natürlich, weil warum nicht? Und wir gehen mal da unten, gucken mal, ob wir uns da irgendwie eine schöne diplomatische Fähigkeit holen können oder sowas. Wir können jetzt auch die Barrikaden bauen. Und Gefechtstürme, was einfach mehr Gründungserfahrung ist. Und ein Ausbruch braucht doppelt so lange, um sich zu entwickeln. Das finde ich gut. Dann generell auch mal aufhören mit diesen blöden Ausbrüchen. Das geht mir nicht auf den Nerv. Und wir könnten tatsächlich das Renaissance-Zeitalter einwenden. Wir dürfen jetzt hier kein Besonderes haben, weil wir halt schon das Zeitalter Seuche haben. Es müsste theoretisch auch möglich sein, was anderes zu haben. Aber ich kann mich auch irren. Naja, steht einfach nur das, was wir schon hatten. Soll ich das schon forschen? Wie lange brauchen die noch dafür? Hat noch keiner gemacht. Ich mache erstmal die Maschinen fertig, kommt. Das ist der Unsinn. Immer die Frage, wie weit braucht man das? Bei den normalen Zeitaltern sehe ich mich da eigentlich nicht in der Not, das so schnell zu machen. Das interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Vasallintegration könnten wir beschleunigen. Zum Beispiel hier hinten bei... Spreche ich nicht nochmal aus. Köln natürlich auch. Ja, das hier ist eine Stadt, die können wir irgendwie auch komplett vergessen. Können nochmal die Stadt erweitern. Das könnten wir... Ja, hier bringt noch nicht so viel. Hier ehrlich gesagt auch noch nicht. Wir haben einfach keine Verbesserungspunkte. Das ist brutal. Machen hier einen Bergbau draus. Auch ein bisschen was wenigstens dazu. Zwei Produktionen, weil Kobe braucht dringend ein bisschen Produktion. Da ist das gar nicht so schlecht. Wir könnten den nächsten Siedler schon wieder spammen. Unfassbar. Wir sind, glaube ich, ganz gut dabei, auch wenn ich mich jetzt am Anfang sehr schwach gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben jetzt auch unsere eigene Religion. Was das jetzt genau bringt? Weiß ich, wir haben 32 Gläubige, das heißt, wir können natürlich gut Gebäude bauen. Die kann man halt sonst nicht bauen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Ob das jetzt, weiß ich nicht, unbedingt ein hartes Muss ist, aber man kriegt es ja relativ leicht. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt irgendwie hart erarbeitet hätte. So, jetzt müssen wir gucken. Das können wir nochmal schnell machen. Verhandlungen, ne? Mit anderen Nationen, um Verhandlungen aufzunehmen, eine größere Reichweite an Diplomatie und
ja, ne, Verhandlungen aufnehmen. Ach Mist, jetzt habe ich gleich geguckt. War das jetzt dieses blöde, du brauchst hier ein, eine Botschaft? Ich hoffe mal, ne? Arbeiterlager. Und den Kran nehmen, weil wir brauchen mehr. Wir brauchen einfach mehr, immer mehr Verbesserungspunkte. Das ist einfach das Wichtigste, was es gibt. Ja, und dann brauchen wir hier den Nachschub. Der kommt gleich, ne? Du bist hier am Pumpen mit Nachschub, Nagenschwertkämpfer. Und wir haben irgendwo solche. Wo ist unser Typ? Wir haben eigentlich überall solche. Ne? Ich habe das hier komplett verdrängt. Da oben ist der Gegner, der irgendwie rumrummelt. Warum auch immer der da rumrödelt. Verstehe ich gar nicht, aber gut. Machen den da schnell zum anderen und hoffen, dass der den jetzt abknallt. Die aussehen, ey. Das ist wahrscheinlich, weil das einfach so ein Anführer ist aus dem ersten Zeitalter, braucht kein Mensch mehr. Dass ich gedacht, gehe ich damit mal erkunden. Kann man ja auch anscheinend nicht upgraden, die Anführer, wenn ich das richtig verstanden habe. Na, also hier zwischen uns ist ja auch T2 hier. Kann man nicht upgraden. Wir könnten den jetzt verkaufen. Dann kriegen wir halt Erfahrung. Wäre tatsächlich gar nicht schlecht, weil er bringt uns halt nichts. Weil wir kriegen ihn ja nicht verbessert. Warum sollte man ihn noch behalten? Müssen wir aber erst machen, wenn wir dann halt neue Einheit zumindest haben. Ich würde euch jetzt hier auch von denen keinen erweitern wollen. Müsste ich wieder einer aus der Einheit oder aus der Truppe hier rausnehmen. Würde ich da noch einen Armbrustschützen bauen. Und den Armbrustschützen dann hinten nochmal upgraden. Aber die sind ja eh noch sehr weit oben. Die müssen wir erstmal noch zurückbefördern. So. Die kann man auch nicht. Kann man die zum Anführer machen? Ich denke nicht, ne? Wäre, glaube ich, nicht so sinnvoll. Ja. Und dann kannst du dich erstmal hier zurückziehen und ein wenig entspannen. Wir werden ja bald wieder Angriffe bekommen. Wir wissen es ja. Ach Mist, da können wir es wieder nicht leisten. Boah, das mit diesen Seuchen ist halt schon extrem. Man guckt euch das an. Wir haben überall Seuchen. Und wir haben halt einfach die Ressourcen nicht an den Erkundungspunkten, um da hinterher zu kommen. Das ist das große Problem. Also wir bräuchten eigentlich auch noch mehr Punkte davon. Das ist jetzt eine Steinmauer. Das steht jetzt Barrikade. Wäre das jetzt hier, was ich hier mit... Weil hier steht Steinmauer, nicht Barrikade. Aber es ist doch eine Steinmauer, oder? Ich... Keine Ahnung, wirklich nicht. Absolut keine Ahnung. Platz für Kunst. Kaserne wäre nicht schlecht. Oh, der baut halt so langsam. Das Kober müssten wir halt unbedingt mal verbessern. Das ist echt zu schwach, was das ist. Also das kann halt wirklich nicht viel. Barrikaden würde ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich hoffe, dass es den Buff noch irgendwie gibt, dass wir da mit 40 Punkten das beschleunigen könnten. Und gleich schon wieder eine Kulturfähigkeit. Können wir uns echt schön hinterhergeben. Also das ist wirklich schnell gemacht. Gut, und dann würden wir auch sagen, wir haben jetzt eine Religion gegründet. Wir sehen überall solche Ausbrüche, das ist ja genau das, wofür wir hergekommen sind. Aber an sich, die Religion ist schon mal da. Das heißt, wir können da auf jeden Fall unser Kapital rausschlagen, soweit das halt irgendwie möglich ist. Was genau, werden wir dann sehen. Wir haben unseren Langschwertkämpfer hier, wunderschön. Das heißt, auch da haben wir eine neue Armee zusammengestellt oder unsere Armee wieder ergänzt, kann man sagen. Ich habe schon wieder vergessen, wo diese Seuche, die war doch gerade hier irgendwo. Ich vergesse das auch, ich verdränge das auch echt immer. Habt doch hier irgendwo eine Seuche gesehen, oder? Ach, da hinten. Bei der Hütte. Hm. Warum gehst du da rum? Kannst du nicht hier rum besser gehen? Egal. Und hier hatten wir auch noch irgendwo Seuche. Bestimmt wieder auf den Oliven, natürlich, wie immer. Einmal unter Kontrolle bringen. Und hier brauchen wir übrigens Religionsbedürfnis, müssen wir hier irgendwie stillen. Das heißt, wir müssen hier auch einen blöden Tempel bauen. Oh Gott, wie nervig. Wir haben ja eigentlich einen Tempel, aber wir brauchen halt diesen speziellen von der einen Forschung, glaube ich, die wir noch nicht erforscht haben. Ja, gut. Deutsch ist auf jeden Fall der Stärkste. Machen wir jetzt noch das letzte hier noch einmal eine Fähigkeit. Und dann sind wir eigentlich durch. Wir könnten nochmal eine Stadt bauen. Ups, nein, das wollte ich nicht. Pyramide erweitern können wir nicht, weil wir einfach keine Pyramide momentan gebaut haben. Armbrust brauchen wir auch nicht. Außenposten absorbieren bringt auch gar nichts. Wir können natürlich mal den Frieden forcieren, aber ich weiß halt nicht warum. Das ist ja eigentlich, ist uns eigentlich relativ Wurst, ob wir da jetzt Frieden haben oder nicht. Wenn hier die Stadt baut, ist die echt für den dann oder ist das für den? Ich glaube, das ist dann für den, oder kann das sein? Wahrscheinlich sogar. Wir könnten hier hinsetzen, haben wir den Fisch mit reingenommen, das ist ziemlich erbärmlich, um ehrlich zu sein. Ja, ja, das ist tatsächlich für die Vasallen kann man das auch machen. Mhm. Will ich das? Ach, keine Ahnung. Das ist irgendwie nicht so. Ich glaube, ich mache mal bei Heurika und gebe mir mal ordentlich viel Forschung. Dann haben wir nämlich Maschinen durch. Und können hier unsere Heiligtümer nehmen, weil wir brauchen nämlich anscheinend jetzt ein bisschen Religion. Die unsere Bevölkerung verlangt da nämlich ziemlich nah. Bisschen nervig. Ja, Langschwertkämpfer haben wir durch. Sollte uns die Armee nochmal vergrößern. Gut, dann beenden wir jetzt mal wieder den Part. Es wird spannender, beziehungsweise wir haben Deutschland jetzt auch zurückgedrängt. Ich glaube, die können jetzt nicht einfach uns wieder zurückholen. Haben leider ihre Zufriedenheit wieder steigen lassen. Obwohl, Unruhe Level 5. Sieht irgendwie noch schlimmer aus. Ich hoffe, dass das bald untergeht. Wäre ganz cool.
Ansonsten haben wir ihn ordentlich getrimmt. Aber er hat natürlich jetzt auch ordentlich zwei, drei Armeen. Das heißt, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir jetzt gleich auch vielleicht schon die Forschung zum nächsten Zeitalter nehmen. Nach dem Heiligtum. Könnten wir auch jetzt schon machen, aber dauert halt sehr lange. Aber ich würde Heiligtum dann 5-9 Runden mitnehmen, sodass wir relativ schnell hoffentlich auch auf die nächste Militärstufe kommen, damit die uns nicht um den Nerv gehen können. Naja, egal. Das machen wir dann nächstes Mal. Ja, danke fürs Zuschauen. Wie immer, gerne jede Interaktion freut mich. Werde eh nicht mehr so viel zuschauen, leider. Ist immer so traurig, aber egal. Haut rein, bis dann. Ne?